Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin nämlich auch sehr froh. Ich habe, jo, ein bisschen gemeint, ich habe einen EP-Teiler gefunden in einem Dorf. Hier unten habe ich noch ein Dorf entdeckt. Hier haben wir wieder ein neues Biom, fruchtbarer Garten. Kennen wir, glaube ich, schon ein bisschen, also ich schon. Und da gibt es so viele Fruchtbäume und so. Gehen wir mal kurz dann hin. Ich möchte in diesem Dorf dann einfach die Farm bauen. Dann haben wir noch ein paar NPCs dabei. Wir müssen den AP-Teil noch irgendwo hier. Geben wir mal ihm. Das ist auch, das ist ja diese, also dieser Tentacher-Verschnitt. Der läuft einfach auf dem Boden und nicht im Wasser oder nur wenig im Wasser. Und es ist scheinbar wirklich einfach so eine Form, eine Aloha-Form oder so. Gala-Form. Okay, Sperrangriff, ja, ist nicht so gut. Ich glaube, die sind aber physische. Ja, sieht so ein bisschen aus. Spezial, genau, nicht physisch. Also psychisch so ein Spezial, aber physisch. Und das sind Sachen, die ich gefunden habe. Das Schwert, glaube ich, das habe ich auch im Dorf gefunden. Das sind so die Dorfsachen, genau. Und hier sind noch so die... Das sind noch ein paar Sachen vom... Im alten Park, genau, drin noch. Und ja, auch so ein Daycare wieder mit seinen Fotos. Genau. Jo, wie viele Diamanten habe ich jetzt gefunden? Hä? Wo sind die Diamanten? Hä? Habe ich die schon weggenommen? Ich glaube, die habe ich schon weggenommen. Jetzt sind es einfach 15. Es sind, glaube ich, 7 oder 8 gewesen, die ich noch gefunden habe. Ja, die habe ich dort reingetan. Also, wir wollen nochmals etwas verzaubern. Es wäre gut, wenn wir einfach nochmal so eine Spitzhacke machen. Weil wir den Rest einfach nicht brauchen, oder? Und dann holen wir noch das Ebenholz. Genau, und gehen eben beim Dorf noch in den Obstgarten. Und schauen, dass wir mehr Pokémon fangen. Ich habe jetzt ganz viele Pokébälle da im Dorf gefunden. Ich habe keine natürlich herstellen können bis jetzt. Also es muss... Ah, ich muss mal ein bisschen mehr denken. Gut. Jo, dass wir da mehr Banken Glück. Und Effizienz 4. Ja, perfekt. Jetzt müssen wir aber noch einen Amboss machen. Wir haben zu wenig Eisen. Doch, wir haben schon genug Eisen, hoffentlich. Machen wir mal da die drei Dinge. Ja, ja, ohne Probleme. Hey. Aber wir haben ja einen wir machen einfach noch einen neuen Amboss. Wir haben sicher einen Amboss mitgenommen. Den hat er irgendwie versteckt. Hier habe ich mal die Holzsachen reingetan. Hier habe ich ein bisschen random Pixelmon-Sachen. Hier habe ich die Pokebälle reingetan und ein bisschen Restloot. Ja, hier sind die Blöcke und hier sind die Bären. Die pflanzen wir dann alle dort an im Dorf. Und jo, es ist wirklich sehr cool. Also... Ich habe einfach momentan echt wenig Zeit, weil ich so viel Sport machen muss, weil der Körper das auch braucht. Jo, aber heute Abend werde ich mal ein Leistung versuchen. Ich habe gestern echt nicht mehr so das... Ja. Ich bin eher faul gewesen, also es hat mir die Gelenke so ein bisschen verbrannt. Also so mega heiß gemacht. Wo ist jetzt der Amboss, den ich eigentlich irgendwo hatte? Keine Ahnung. Das ist einfach wegen meiner Krankheit, dass manche Muskeln oder Gelenke durch die Nervenschwäche und so sich sehr heiß fühlen und so weiter. Jo, ich weiß nicht, ich habe keinen Amboss gehabt, aber gut, wir machen den hier hin. Wir machen die Spitzhacken zusammen, aber so, dass es weniger kostet. Ja. Und dann nennen sie... Mine Dragon. Mine ist ein bisschen, gibt es wahrscheinlich ein bisschen zu oft. Mine der Dragon. Dragon. Mine der Dragon. So, einfach als neues Pokémon. Neuer Pokémon-Ding. Ja. Wir müssen alles mit Pokémon machen. Geiles Vieh. Sieht so lustig irgendwie aus.
Genau, also dann beginnen wir doch mal mit dem Gameplay. Also mit dem richtigen Gameplay. Ist ja alles Gameplay, ist ja alles Minecraft. So ist eben. Ich kann es einfach nicht lesen mit diesen Strichen. Sie sind ein Unterstrich oder so mal. Wo ist eben? Ich habe doch das was eben genannt. Ja, das können wir auf der Map jetzt auch nicht nachschauen. Der Map. Ich bin gerade nicht so im Bilde. Ah, Ebenwald, genau. Okay, ich habe es ein bisschen mehr beschrieben. Genau, der Pilz, den können wir wahrscheinlich nicht so abbauen wie die anderen Pilze. Jetzt können wir mal den Baum hier fällen. So, es ist ein sehr schönes Holz und es ist dunkel. Es ist schwarz. What the fuck? Das ist genau mein Holz, das ich brauche. Ich will ja auch eine Unlicht-Villa machen, also einen Villa-Teil. Ja. Okay, hier müssen wir uns wieder ein bisschen hochstecken, leider. Boah, ist das, sind das wieder Riesenbäume. Ja, der ganze Mod ist überfordert. Können wir nicht langsam abbauen? Geht das nicht? Wenn der Baum zu groß ist, geht es einfach nicht mehr. Jetzt hier geht's. Wo werden hier die Blöcke abgebaut? Jetzt kommen sie weg. Ja, ist irgendwie ist ein schlechter Tree-Feller-Mod. Ja. Der einfach nicht so große Bäume eigentlich will abbauen lassen. Früher gingen da ganz mächtige Bäume aus dem Twilight Forest oder von Megabiomes XL und so. Ging voll easy, also nicht easier, aber es ging einfach und jetzt geht's nicht mehr. Da sagt er immer wieder, du kannst da die Blöcke mit mehr als 100 Blöcken nicht abbauen. Ich bin ganz faul. Bin ein fauler Mod. Naja. Oh, Ladybug gibt's hier. Auch wieder ein tolles Pokémon. Es gibt ein Pokémon, das aussieht wie so ein Saftkornverschnitt, das ein bisschen kriecht, das ist eine dicke Raupe. Dort, wo wir das erste Haus eigentlich machen wollen. Da mache ich aber jetzt eben nichts und deshalb baue ich jetzt gerade auch nicht dort. Einfach im Dorf dann bauen, wo ich gesagt habe, Anfangspart. Und dann müssen wir eigentlich noch Setzlinge haben. Es gibt keine Setzlinge. Wo sind die? Droppen einfach nicht. Gehen wir noch kurz ein bisschen hier rüber. Der Baum ist ein bisschen zu nah dran. So. Ja. Was ist das Nettipot-Ding da? Nettipan. Okay, wunderbar. Also, Rest vom Part tun wir noch Pokémon fangen und dann noch in den Obstwald gehen. Wir gehen in diesen Obstwald Pokémon fangen. Hier werden wir wahrscheinlich denke Schwarzeichenwald-Pokémon finden. Ich glaube, ich stürze bald runter, wenn wir hier oben noch bleiben. Jo, glaube ich, wir haben genügend Setzlinge. Ich denke, mehr Ebenholz möchte ich jetzt auch nicht machen. Also Unlicht, weiß ich nicht, wie viel, also wann die die Entwicklungen haben. Erst später vielleicht, so Level 30 die erste. Das werden wir ein bisschen später machen, aber wir haben ja das Holz ja jetzt schon. Und ich würde das auch vielleicht ein bisschen zum ja, Holzkohle herstellen oder so verwenden. Ja, nein, eher nicht, weil die Bäume ja zu groß dann wieder wachsen. Müssen wir dann schauen, irgendwie. Aua. So, hier noch ein Loot, ein Meisterloot. Fokusband, Meisterkiste, oder wie sie heißt. Und Setzlinge haben wir 4 Stück. Das wird sicher mit 4 Stück. Genau, ich habe gesehen, was habe ich gesehen? Ein großer Bär, also nein, ein Traumato war es, genau. Ein Traumato, das winzigst klein war, also wirklich winzigst klein. Da habe, glaube ich, ein Thumbnail gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es einsetzen soll. Denke schon, für diesen Part. Und ein Riesenhornlio haben wir jetzt auch. Und was habe ich noch gesehen? Es war da beim Dorf. Da ist auch nochmal etwas. Geil. Okay. Werden wir aber später nochmal machen. Ich will nicht Tag, ich will. Wollte da die Dinge haben, Waypoints. Dann Dorf 1, Haus, also heißt Dorf 1. Genau, und hier zum Beispiel viele Pokébälle in der Daycare hier oben und hier beim Markt oben habe ich einfach mal so schätzungsweise 20 Superbälle und Hyperbälle gefunden. Je, 20. Und das ist einfach heftig, dachte, wie schnell und aber wie selten du so an so Loot kommst. Das ist ein zu großes Loot-Table und ja,
Du hast einfach manchmal mega Glück und manchmal mega Pech mit dem Loot. Dass du einfach sonst zu häufige Sachen immer wieder findest und ein bisschen depressiv schon mal fast wirst, oder? Und so weiter. Also es ist ja für mich manchmal echt emotional, so ein Modpack. Ich freue mich so ans Dekorieren dann. Ah, genau! Jetzt muss ich kurz. Da, ich schaue kurz nach, das Thumbnail, das andere Thumbnail, das zweite Bild, was ich gemacht habe. Minecraft, warte, gut. Nein! Ich, Mann, diese dumme Windows 10 Bedienung. Nochmals, Bilder. So. Was war es für ein Pokémon? Das war gestern Abend noch. Wollte ich eben eigentlich livestreamen und habe einfach gespielt, noch kurz. Alleine. Was mir nicht so gut ging. Ich sehe jetzt das. Ah nein, es ist ja in Minecraft. Es sind Minecraft-Screenshots. So. Ah! Ich mache mal kurz Ding-Bildschirm übertragen. Hier. Ein Knopffenster. Schaut euch mal das Knopffenster. Das ist ein großer Farn, oder? Da ist ein Gras. Wie groß das ist. 4 Meter? 4 Meter breit? Ja, für sind weniger, aber heftigst, oder? Ja, wie noch die anderen Thumbnails. Genau, das Traumato ist hier. Wirklich winzig klein. Es geht sicher noch kleiner natürlich, aber. Und das war ja das Thumbnail vom letzten Part. Gut. So, Dankeschön. Bin manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend, wenn ich etwas irgendwas sage, erzähle oder zeige, aber nicht wundern. Ja, es gibt viele Menschen, die ein bisschen in die Knie gehen von mir. Also, ich will es ja nicht machen, also ich mache es eigentlich auch nicht den Leuten, die es nicht verdient haben. Aber sobald mich jemand irgendwie schlecht macht, mit seinem Narzissmus oder Beleidigungen, toxischem Verhalten und so, der wird es einfach bereuen. Also, es ist so, ich mache den tollen Leuten, die auch fleißig sind und so, mache ich wirklich Gutes. Aber den faulen beziehungsweise eben toxischen Menschen mache ich nie etwas Gutes, weil sie haben es auch nicht verdient. Ist aber einfach so. Du musst dich reflektieren, also du musst das, was du willst, den anderen Menschen auch zeigen, oder? Was du gerne hättest für dich allein, also für dich selber. Also mach's einfach so, wenn dich Leute auf den Geist geht, tu dir einfach, jo, auch ein bisschen zurückfunken, oder? Es den Leuten zeigen, dass sie halt auch, ja, eben in Ruhe gelassen werden wollt oder beziehungsweise zurück den Senf geben könnt. Genau. Was eine gelbe Tazette? Rosa Allium. Allium. Okay. Die haben wir dort schon. Sie sind gerade wenig Pokémon da. Das Spiel. Nein, das hat einfach zu viel wieder verteilt. Da ist doch irgendwas. Nee, nee, das sind ganz normale. Da haben wir halt 4, 5 verschiedene Formen. Das könnte eigentlich die Frühlingsversion sein, ne? Klar. Okay. Ich wollte mit euch ein paar. Was ist das denn hier? Da ungefähr. Was ist das für ein Pokémon? Kenn ich gar nicht. Panekon hatten wir im letzten Projekt kurz gefangen und gespielt. Oder ja, nicht gespielt, gefangen, aber Stawekel, aber wo ist jetzt das Pokémon? Wir sind hinter. Ah, das fliegt, okay. Nein, ist hier am Boden. Du bist ein Hokkunil. Du bist in. Ah, habe ich schon öfters gesehen, genau. Die sind einfach viel größer. Aber auf dem Screenshot, auf dem. Jo. Map-Anzeigesymbol. Das ist halt auch ziemlich klein gewesen. Gut, ist das Jakarta? Also Jakarta haben wir schon gesehen. Ja. Also die Minecraft-Musik mache ich jetzt ein bisschen leiser. Die ist auch ein Part ein bisschen lauter gewesen wieder. Und einfach schreiben, wenn irgendwelche etwas auffällt. Ich brauche das einfach. Also ich habe gerne Unterstützung. Genau. Und eben, wenn euch der Part und so gefällt, ja, dürft ihr gerne das auch müssen schreiben. Gewisse Sachen auch priorisieren. Und andere. Was ist denn das? Ein Mädchendorf? Also nicht nur ein großes Haus.
Ja, muss ja nicht feminin sein. Das sind Chakada, hä? Ja, okay, die sind, sehen also ein bisschen dunkler aus, habe ich das Gefühl. Als in anderen Mods mit Biomen. Gut, wir gehen da drüber noch. Und leider gibt es immer noch nicht so die Pokémon. Also ich müsste eigentlich wieder freier... Ich stelle das auf den nächsten Part dann wieder freier ein. Weil ich dachte eigentlich, ich könnte jetzt wirklich kleine Käfer-Pokémon und so mehr finden. Aber stimmt gar nicht so sehr. Die sind auch groß. Es ist immer so wie das Höchste. Sie sollen so machen, dass nur ein Drittel von den Levels oder so. Das ist so ein bisschen skaliert. Aber meistens sind es einfach Pokémon, die zu hoch sind, die man nicht bekämpfen kann oder fangen kann. Ja, das ist ein bisschen doof. Es ist ein geiles Dorf. Ich meine einfach die Farbe. Die Farbe ist eigentlich nicht mehr feminin. Man kennt es einfach noch so. Dass man halt einfach so ein bisschen... Ja, als männlicher, maskuliner Mensch ist nicht unbedingt so. Also ich bin nicht so männlich. Ich bin eher gemischt, aber... Ich hab's gerne, wenn einfach so die Farben noch ein bisschen männlicher sind. Also pink. Da kann man wirklich nicht durch. Okay, Tauschmaschine. Ja, brauchen wir hier nicht. Ah, Server. Wollt ihr einen Server? Ich mache ihn. Aber ich brauche Unterstützung noch. Also es... Ja, es muss alles geschützt sein. Kunstra! Nein, nicht dein Ernst. Jetzt kann ich Fahrrad fahren. Nochmals ein Rucksack. Ist hier irgendwas drinnen schon? Nein, bin ich so gespawnt. So. Kann man die Tausch abbauen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich so ein... Die kann man, glaube ich, nicht abgebaut. Also die da muss man den... einen Rahmen mit irgendwie einem Stern drin. Und Jubelball. Okay, ist ganz normal Pokémon. Sonderbebo, die gab es auch jetzt schon längere Zeit nicht mehr bei mir. Also die habe ich nicht mehr gefunden. Ja. Ich habe keine Axt mehr. Ist kaputt gegangen. So, aber diese Teile... Diese Rohr, nicht Rohrkolben. Ja, die Rohrkolben sind die braunen. Das sind also Seegurken. So. Meeresgurken heißen sie hier im Game. Das ist, glaube ich, ein falscher Übersetzungsname oder so. Keine Ahnung. Kenne ich aber so im Real. Die sind cool, Meeresgurken mit hellgrüner Glasscherbe. Und du bist ein Ohr, doch. Okay. Maronbär. Schön, aber. Also. Ist das Fee? Ist das ein Feedorf? Klar. Meine Mutti nahm mich letztens zum Zirkus mit. Ich sah wie zwei Seemobs, ein drittes jonglierten. Ich habe keine Ahnung, wie sie die, das da angestellt haben. Ja, die haben Talent. Die haben Talent. Du oben bist ein Psianer, nein, ein Berliner. Okay. Nein, ich schon wieder. Ich will nicht so direkt die Kämpfe. Ich will sagen, ja, ich mache es. Tschüss, blöde Arena. Und du bist Professor, Professor, Gärtner. Der auch kämpfen will. Okay. Babiri. Ibisbär, die nehme ich mit. Babiri habe ich doch schon. So, ja, das Fahrrad noch weg. Gut, dann haben wir hier noch unbedingt ein bisschen leise machen. Diese Flügelschläge sind bei mir so mega laut. Also den Stuhl möchte ich hier mitnehmen, den mache ich wieder. Das ist mein Stuhl. Der nimmt mich niemand, der nimmt niemand weg. Den muss ich haben. Und du bist ein Mondstein, okay. Ich dachte, die wären dunkel. Hm. Und du bist ein Ganzkleid. Silber. Rocket Schuh. Ah, Team Rocket. Aqua oben. Okay, Seemann, ja, Aqua natürlich. Ah, die kann man nicht reintun. Jetzt sind wir schon wieder so viel voll. So heftigst voll. Hey. Jetzt will ich ein bisschen Fahrrad fahren. Mal probieren, ob es geht. Oh, geil. Oh, Mann, ist zu schnell. Hallo.
Komm, wir gehen mal Fahrrad fahren. Voll in den Bambus rein. Oh, geil. Meine Güte, ist das schnell. Hallo. Hallo. Meine Güte, ist das schneller. Also ziehe ich wieder ab, ja. Ich ziehe mein Fahrrad wieder ab. Genau. Also, voll überfordert gerade mit der Geschwindigkeit gewesen. Gut, weiße Wolle, Dankeschön. Und hey, ich muss sagen, das Modpack macht so viel Spaß, weil so viel wieder möglich ist. Für mein Pokémon nur das Beste. Verliert es nur ein KP, so setze ich Top-Genesungen. Was anderes gibt es nicht. Okay, du bist wieder so ein Schnösel. Klar. Und du bist vom Team Aqua, ha? Magma glaubt, dass sie gegen uns eine Chance haben. Die Welt ist mehr Ozean als Land. Außerdem haben wir Typvorteil. Wir sind das bessere Team. Das stimmt, ja. Konkurriert euch nur. Ist mir egal. .ch. Gut, ja, ist eine schöne Stadt, aber wenig los gewesen. Jetzt können wir wieder auf die Map schauen. Und hier ist irgendwie Dschungel. Was ist dieses Weiße da? Hä? Was ist das für ein Baum? Weil das wird sehr cool aussehen bei unserer Villa. Ja. Was bist du? Silber-Ahornlaut. Okay, schön. Ist aber wieder fett. Wieso sind Bäume in diesem Mod so mega fett? Gott! Bist du fett? Du bist auch ein Baum. Huhu, der Baum. Ja, jetzt haben wir einfach ein Problem. Ich schaue mal nach einem anderen Baum und mache dann ein Crafting Table. Damit ihr nicht so langweilig habt bei mir. Irgendwo ein besserer Baum. Scheinbar nicht. Was seid ihr für? Das sind einfach Pilze wieder. Okay. Paras. Ich will Pokémon finden, die ich besiegen kann. Geil. Jo, jetzt ist der Wald wieder fertig. Jetzt müssen wir wieder zurück. Bist du klein? Nein, du bist auch groß. Das ist aber ein anderer Baum. Ist das der gleiche? Nein, das ist ein anderer Baum. Hä, doch, du bist ein gleicher Baum. Also den könnte ich eigentlich ab. Der da drüben ist noch kleiner, aber der ist auch in Verbindung zum anderen Baum. Bisschen doof. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier hoch. Also mache ich jetzt mal. Also Ebenstamm, wie sieht das aus? Ebenholzbretter. Moment. Einen mal platzieren. Okay. Ziemlich geil. Also da können wir auch irgendwo anders dann benutzen. Crafting Table. So. Und dann. Jo. Nächstes Mal. Richtig genial. Also. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Freude wie ich. Natürlich, natürlich. Was denn sonst? Und eben, wenn ihr da auch am Server dann spielen könnt, sicher geil. Nur es muss einfach ein bisschen überlegt sein. Ich werde nachher mal einen Kaktus fragen, ob wir nicht einfach nur zwei, also zwei Server machen und dass er einfach da beim Vanilla-Server dann die Features einbaut, die wir dort brauchen. Und hier so das Modpack fließen lassen mit den Mods, mit den Plugins, die es schon gibt, oder? Und ich werde natürlich viel streamen, auch wieder vom Vanilla-Server, wo ich meistens dann, denke ich mal, kreativ baue und halt Survival ein bisschen manchmal. Und dort ja dieses große Einkaufszentrum und alles baue. Und hier werden wir einfach ja auch so öffentliche Gebäude machen, denke ich mal. Also nicht hier, sondern auf dem Server. Und dann gibt es ja dieses Projekt hier noch im Singleplayer, das werdet ihr sicher auch dann noch gut schauen. Ja, ich freue mich. Also ich werde wieder mehr livestreamen können. Jetzt habe ich nachher noch ein Gespräch. Ich muss mal nach Gerber. Was ist das? 24 Minuten. Boah, bin jetzt gerade echt weit weg. Ich habe das mitten links auf dem Bildschirm, auf dem zweiten Bildschirm. Sehr weit weg gewesen. Gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das geht, aber ich möchte eigentlich ja die Setzlinge haben. Es ist irgendwie ein ganz komischer Mod. Aber ich wollte das schon mal einstellen, wie es auf dem Server wird. Da können wir nicht einfach alle Bäume abbauen lassen, sonst wird so heftig gegrieft. Das geht nicht. Das, weißt du, wenn du Häuser machst mit Baumstämmen, dann gehen die ganz kaputt, denke ich mal. Und deshalb lieber ein bisschen langsamer.
Ja, ich habe 2017 mega gut laufende Server gehabt, mit sehr vielen internationalen Spielern. Viele aus Schweden, viele aus Bangladesch oder so, aus Mexiko. Dankeschön, liebe Holzfäller-Mod. Dankeschön. Jo. Bist so nett. Gibt es nicht mal Setzlinge runter? So ein netter Mod. Da. Drei Stück. Ja, ich brauche vier. Müssen wir leider noch mal hoch. Aber gut. Wenn man nichts anderes zu tun hat. Ich mag so unnötige Arbeit wegen irgendwelchen Skripts. Ja, ein Minecraft könnte auch wieder bequemer werden. Diese Bequemheit, die wir so brauchen. So, wunderbar, genug Setzlinge. Haben wir noch etwas zum Reinstecken? Nö. Ein bisschen. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir, jo, jetzt einfach wieder einen Erkundungspart mit tollen Biomen. Aber wenig. Ja, das brauche ich. Hey. Ach, komm. Das ist so klein. Du bist ein Pflanzenbaby. Okay. Also Bebé ist eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, im Französischen oder so. Einfach eine Bezeichnung für Baby. Könnte auch so ein bisschen mischen zwischen Französisch und. Okay. Ich habe immer noch kein Pokémon mit Schlafen und mit Paralyse vor allem. Das ist, glaube ich, das beste Paralyse. So, das hat immer noch, glaube ich, eine höhere Fangchance. Hey, bleib doch mal drinnen! Man wird so schwer zum Pokémon fangen, vor allem auch am Anfang schon. Später hätte ich keine Probleme, wenn ich dann einfach genug Pokébälle herstellen kann, egal welche. Aber nein, es muss jetzt heute zu früh im 9. Park, glaube ich. Ja, ich hab's gefunden. Okay. Schon ziemlich schwer sein, oder? Ich mag diesen Schwierigkeitsgrad, wenn er halt nervt, nicht so. Aber gut. Also, wir haben ein tolles neues Pokémon, das wir sofort einsetzen können. Raupi habe ich doch noch nicht, oder? Nee, nee, nee. Also, dieser Ding bekommt man oft über. Ich bin der Höhne gewesen. Pokébälle. Flottbälle. Die bekommt man doch sehr oft in den Nerven. Also ich setze sie jetzt noch ein. Aber ich weiß nicht, ob man die herstellen kann. Denke schon. Und genau, ich wollte ja noch eben da diese PC-Ding, Heilungstable machen. Das machen wir dann einfach vielleicht im Livestream heute Abend noch. Oder ich mache einen längeren Part. Ja. Ich muss jetzt abbrechen, oder? Ich muss schauen. Ich hätte sie gerne. Da haben wir eine Wüstenstadt. Und nochmal so. Was sind das für Blätter hier? Espe. Oh, danke schön. Wir gehen aber in die Wüstenstadt. Hä? Noch Richtung Wüstenstadt. Sehr gut. Also im Livestream werden wir einfach Dinge machen, also Pokémon fangen und so. Jetzt nicht unbedingt wirklich in den Part sein müssen, damit man die Parts, ja, weiß, was man so. Also wenn die Leute nur Parts schauen, danach wissen, was sie so gemacht haben. Aber viel bauen eventuell noch. Was ist denn das für ein Fruchtbaum? Baobab? Das ist ein Baobab, aber haben diese gelbe Früchte. Komm, tue ich auch nicht. Ich will doch nur schön. Ja? Nein, das ist Baobab-Frucht, genau. Und hier ist Erde, okay. Dachte schon, ich hätte das gefunden. Also auch ein geiles Biom hier. Jetzt kommen wir langsam zu den Wüsten. Ich habe schon gedacht, der Workerator benutzt keine Wüsten oder so. Oder ganz warme Biome. Nee. Wir sind einfach in die falsche Richtung am Anfang gegangen. Jo. Sieht das geil aus.
Oh, Elefanten! Ich brauche einen Elefanten-Pokémon. Endlich habe ich eins. Ich wusste gar nicht, dass es ein Elefanten-Pokémon gibt. Endlich mal. Okay, es gibt ja dieses eine Berg-Pokémon im zweiten Part, zweiten Gen. Fampi. Was? Es ist nicht so sehr Elefanten-Pokémon. Das ist eher Elefanten-Pokémon. Jo. Und Donphan. Donphan ist schon eher ein Elefant. Ein Mammut, ja? Okay, dann ist aber Fampi auch ein Mammut. Sonst werden sich ja das. Vor einigen Wochen kletterte ich einen Steinhang hinauf. Und eins meiner Pokémon hat statt mir Kraxler Steinhagel eingesetzt. Ich versenkte es im Fluss mit Kleinstein als Beschwerung. Okay. Habe ich jetzt mal überlesen. Gut, noch ein Item. Rein, bitte. Ich muss unbedingt den Backpack dann im Livestream machen. Also, wir brauchen nicht so viel Holz. Ich brauche Kaktus. Dankeschön. Einen Kaktus. Bitte rauf. Okay, ich gebe wieder raus. Ich brauche. Okay, gut. Wir tun Part beenden. Dorf 1. So, wir tun den Part beenden. Dankeschön fürs dabei sein, fürs Unterstützen und was ist da? Schirm. Jo. Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, es hat euch motiviert und auch zum Weiterschauen. Jo. Besten Dank und tschüss.